So, jetzt bin ich gerade noch tiefenentspannt. Aber diese Folge hier wird wahrscheinlich rauskommen, wenn alles schon gelaufen ist. Und dann werde ich wahrscheinlich sehr, sehr feucht gewesen sein an dem Tag. Keine Ahnung. Also es macht Spaß, wenn viel zu tun ist oder wenn einigermaßen zu tun ist und du merkst, dass Bewegung drin ist. Dann macht das ultimativen Spaß. Aber wenn du merkst, du stehst, trittst auf der Stelle, es passiert gar nichts. So wie jetzt mit unserer Buddelei theoretisch gesehen, weil es sieht immer noch nach Gras aus hier unter mir, dann ist das der absolute Abfuck, muss ich leider sagen, ey. Weil dann du workst, 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 workst und nichts passiert. Das ist manchmal echt, ja. Ja, das ist wahrscheinlich sehr frustrierend dann auch. Ja. Cool ist es dann immer, wenn sich die Kunden super bedanken und wir alles da haben und so. Ne? Wir hatten es bisher immer so gehabt, dass irgendwas gefehlt hat und wir sind dann so geschert. Wir können ja Kleingeldausgabe machen und keine Ahnung was alles. Dann sind wir, wo der Rewe noch gegenüber war, wir hatten keine Gurken mehr. Bin ich da inkognito rüber, habe mich umgezogen, bin da rüber und habe da zwei Kisten Gurken gekauft. Habe denen gesagt, ich bringe euch die Kisten gleich wieder. Und ja, die haben gesagt, gar kein Problem, gar kein Problem. Gurken gekauft, mir das Geld wieder auszahlen lassen bei uns an der Kasse und somit halt die Gurken wieder eingebucht und bei uns verkauft und denen die Iffkos wiedergebracht. Ah, sehr schön. Die kannten uns größtenteils aber auch nur vom Hören her. Weil wir haben Ah. irgendwann auf Funkgeräte ja umgestellt Ah, und dann okay. haben wir nochmal einen Schwung neue bekommen gehabt und die gegenüber hatten auch Funk und die waren aber geeicht auf die gegenüber, nicht auf uns. Oh no. Ja, und dementsprechend haben wir dann mitbekommen, manchmal wenn die gesprochen haben, wir haben die dann ja, veräppelt. Wie? Dann haben wir die zur Warenannahme gerufen, obwohl nichts war und sowas halt alles. Und dann hat die Fiale da drüben dicht gemacht und dann haben wir dann noch mal gerufen. Dann hört man nur über ein Headset, lasst ihr nicht, lasst euch nicht verarschen, das sind von dem Mann. Und dann Wie geil. am letzten Tag, wo die dann die Schließung hatten, haben wir noch gesagt, danke für die schöne Zeit und ja, bis denne dann. So, wir müssen uns später die Kante, die lasse ich aus dem normalen Holz, weil die Kante müssen wir nachher aber per Hand ziehen. Ne? Also die müssen wir per Hand mindestens zu diesen Kieselsteinen hier machen. Wenn du das sagst. Ja, weil sonst kommen wir nicht mehr dran an die Ecke. Wenn wir jetzt gleich die oberste schon umbauen, kommen wir nicht mehr dran, leider. Das altbewährte 7-Days-Problem. Ja. Hey, es beginnt der Tag. Wir Juhu! können gleich mal ein, zwei Stunden was anderes machen, außer buddeln und im Graben hängen. Ja. Und ich dachte, dass man da zwischendurch immer mal nachts immer hier wirklich gucken, dass wir da durchgehend buddeln und fertig machen alles. Ja, und tagsüber dann halt mal was Und anderes tagsüber machen. so ein bisschen abwechslungsreich beides machen. Ja, gut, das Problem ist, wir könnten hingehen, weil wir sind schon am Tag 10. Wir machen die eine Wand, also die eine Seite hier auf jeden Fall schon mal aus Stein. Und gucken, dass wir eine Treppe hochgebaut bekommen, dass die zumindest nach oben kommen, zumindest von einer Seite schon mal, dass wir den nächsten Blutbund gleich überstehen. Besser überstehen. Ja, das klingt schon mal gut. So, jetzt werde ich schon wieder per Ding angeschrieben, ey. Der Ding. Ja, Blizzard. Ah, okay. So, genau, jetzt hier wieder Heute ist umstellen. Mittwoch, ne?
Heute ist Mittwoch, ja. Stimmt, okay. So, ich bin jetzt mal. Ich lege jetzt einfach mal Erde wieder mit in die Öfen rein. Ne? Das, was ich habe. Ja, alles, was da drin ist, kannst du ja auffüllen, einfach. Ja. Und dann würde ich mal gerade sagen, laufe ich mal in die Stadt und guck mal, was Sache ist. Ob man da wieder ein bisschen was looten kann oder so. Ja, ich habe mir auch gedacht, ich könnte jetzt auch mal eine Mini-Loot-Tour machen. Ja. Dass die lieben Zuschauer auch mal was anderes wiedersehen. Ja. Könntest du mal gucken, ob du noch was zu trinken reinschmeißen kannst? Jetzt bin ich schon weg. Aber hast du deinen Junkersaft komplett ausgebraucht schon? Ja. Okay. Das ist ja krass. Okay, die ist tot. Noch einer? Ist leider näher. Ich glaube, das ist leer geblieben, weil wir einfach hier zu nah sind. Ja, das war halt zu nah dran. An dem hier. So, hier könnte man eventuell nochmal was looten. Hallo? Ja. Ja, genau. Dark aus Glas. Ich muss hier einen Motorbau, damit wir Materialien zusammenkriegen fürs Motorrad. Wir brauchen ja auch noch ganz viel Benzin. Ah, es kommt auch noch ein bisschen. Benzin! So. Hier sind erstmal alle tot. Jetzt looten. Die Toilette kann man wieder looten. Das ist echt einfach mal ein bisschen. Random bis was anderes machen. Voll den Kopf weg. Ja. Wird das doch irgendwo einer? Ach, ein Kriecher. Du tust mir ja beinahe schon leid. Also die Kriecher sind echt die, die traurigsten Gestalten hier drin. Aber das Schlimme an den Kriechern ist, dadurch, dass sie so klein sind, treffen die einen trotzdem immer irgendwie. Oder häufiger. Häufiger, ja. Das ist auf jeden Fall. Hier war nix, dann schauen wir mal, was oben wieder was gespawnt ist. Dadurch, dass die Leute ja hier wieder respawnt, muss ja eigentlich oben wieder was rumhängen. Ne? Ja. Die brauchen wir nicht. Nix, 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 nix. Das Loch der Schande. Noch nix. Aber ja, war doch letztens noch irgendwas. Ah. Okay. Ah. Klamottenhaufen. Ah. Etwas sehr besser. Ja, ja, ja. Ein Helmchen hast du aber, ne? Ein Helm? Ja, Footballhelm oder sowas. Ja, ich habe eine gefütterte Kapuze, das ist schon okay. Okay. Ich trage ja keine schwere Ausrüstung. Okay.
Waffenkiste. Schrotflinten, sehr schön. Ah, 4 von 100 habe ich erst bei den Schrotflinten. Traurig. Oh Gott. Ich gehe jetzt trotzdem nochmal. Ja, ich habe das ganze Zeug mit dem Schnitt genommen. Ey. Hier sind so auf dem Hof noch Erde, Sand und sowas hat alles nicht mitgenommen. Die ist noch verschlossen. Sehr schön. Dietrich habe ich dabei. Wahrscheinlich hatten wir letztes Mal noch keine Schaufel oder so. Oder wahrscheinlich noch keine gute, wo es sich lohnt, das mitzunehmen. Mhm. So, was haben wir da? Sammelwerkzeuge, sehr schön. Der große Kuh, verstohlenes Sprint. Schnell zu schleichen und dabei nicht außer Atem zu kommen, braucht Übung, aber es ist möglich. Du brauchst keine Ausdauer, wenn du schleichen sprintest. Leider nur ein Wurf, aber. Das ist nicht schlimm. Immerhin etwas. Oh, ein kleiner Bus, der noch nicht aufgemacht worden ist. Elektroteile, Klebeband. Sehr schön. So, hier oben war nichts mehr drin, okay. Geht der einfach noch, der Kerl? Das ist aus Maulhorn, dann wird er nicht mehr. Einfach drauf. Einfach zuschlagen. Ich gehe gerade mal hier durch die kleine Vorstadt, weil hier haben wir mal sehr viele Briefkästen. Ja. Das Schöne ist, dass etwas größere Städte noch nebenbei Vorstädte haben. Deswegen freue ich mich, wenn wir das Motorrad endlich haben. Und ich will unbedingt die Drohne haben. Ja. Also die Drohne, was die alles vereinfacht eigentlich, war manchmal echt unglaublich. Die ist auch teilweise echt nervig, muss man sagen. Vor allem, wenn die immer im Weg steht. Aber tendenziell bin ich ein Mega-Fan von ihr. Dronatella. Das Dronatella ist aber auch geil. Dronatella. So heißt meine Drohne in meinem Spiel, Dronatella. Okay. Selbstgebauter Stab, Stufe 6. Was soll ich damit? Selbstgebauter Stahl? Stab. So Stab. Wenn man zu dumm zum Ordnen ist. Ich ordne nur in Kisten, nicht im Inventar. Ja doch, also im Inventar. Die Sachen, die ich hauptsächlich mitnehme, sind bei mir geordnet. Ja, aber der Rest halt nicht. Gut, ich ordne zumindest das, was ich unten in der Leiste habe, damit ich. Ja, und schnell das hin natürlich. Und her scrollen kann. Ja, das natürlich auch. Aber so diese Sachen, die du ganz normal einfach Gutes mitnimmst und so. Achso, die, nee, das sortiere ich nicht. Nee. Das wäre dann zu viel. Verfehlstab. Wollt ihr mir irgendetwas sagen, Leute? Ja, die wollen, dass du in den Nahkampf gehst, ja. Hier war wohl jemand, hier ist alles weg. Oh, wir brauchen bessere Schraubenzieher. Die 2000er Autos sind echt böse mit dem abzubauen.
Ja, deswegen, manchmal nützt das erste Werkzeug auch absolut gar nichts am Anfang, ja. Ich finde die Knarre mega geil. Also ich freue mich, wenn du irgendwann die Knarre kannst. Habe die trotzdem immer mit einem Schraubenschlüssel abgebaut. Echt? Mit der Ja. Knarre geht das so schnell. Fahrzeug ausbauen. Das ist sehr schön. Ich habe nicht gerade gegen einen gekämpft mit gelben Augen. Nein, überhaupt nicht. Ach, das war das Haus. Ja, Musst okay. Hier darf ich maximal in den Keller gehen, aber nicht weiter, weil dann kommt wieder diese Kacke mit den Viechern in der Kanalisation. Ja. Ah, okay. Ich will mich ja jetzt auch nicht beschweren oder so, aber momentan ist hier so auf den Straßen echt wenig los. Akkorde. Ja. Aber dann wäre was los. Dann wäre was los, ja. Ich könnte eigentlich mal. So, dann gehen wir hier wieder nach oben. Es sind halt auch keine Leder. Ist halt auch kein Ledercouch. Ich habe gehofft, dass ich hier auch mal eine Ledercouch und so finde. Sagen kann, okay. Ist das Leder? Ne, war auch nur Stoff. Dass man halt sagen kann, okay, hier ist Leder auch. Oh, nö. Gönnt gar nicht. Vielleicht im nächsten Stockwerk noch. Ich habe schon zwei Motoren. Sehr gut. Aber immer noch kein Rad. Ich habe jetzt, glaube ich, sechs oder sieben Autos auseinandergenommen. Hast du ja immer noch keinen Rad bekommen. Das ist echt Nein. ärgerlich. Ist schon überladen, das heißt, ich laufe jetzt erstmal wieder zurück. Okay, hier ist gar nichts. Also das Haus verwirrt mich eher, statt dass es mir hilft. Bin ich Gott sei Dank nicht runtergefallen. Was haben wir hier? Keiner drin. Ist das wenigstens eine Lederkarte? Auch nicht. Ja, es ist unwahrscheinlich schwer, die Ledercouch von der normalen Couch zu unterscheiden. Wir müssen das verschlossen. Mach das doch auf. Ah, okay, man muss. Ja, okay, nee, nee, mach ich nicht. Da hätte man durch was anderes drunter hergehen müssen. Dann gucken wir mal in das Haus. Also da hätte ich durch die Kanalisation gemusst und so. Erstmal, ja, nee, das ist. Das ist Wir müssen okay. jetzt auch wirklich gucken, dass wir irgendwie ein bisschen Munition für die Horde sparen. Ja. Ja, deswegen habe ich auch schon wieder sehr penetrant nur mit der Axt so. Ich weiß, wie kommt man denn hier rein? Muss doch der Zaun kaputt sein. Okay, hier ist auch ein Bunker. Also ich finde interessant, dass viele Häuser mittlerweile unten rum einen Bunker auch haben, ne? Okay. Da ist ja diese eine Hütte, die auch so ein mega Zaun drumherum hat, aber der hat auch einen Bunker vor der vom Zaun stehen irgendwo. Ah, mit diesen Pflaster-Umzäunungstown. Genau, da wo du meinen Ah Stuhl ja, gerade jetzt weiß siehst. ich. Aber der hat den schon immer gehabt, glaube ich. Okay, das Haus habe ich vorher noch nie gesehen, leider. Wenn ich jetzt das Richtige im Kopf habe. Sehr gut. Hallo, ist jemand zu Hause? Ah, ich bin jetzt gerade erschrocken. Es hörte sich gerade an, als ob du nur hinter mir stehen würdest. Am Hochhaus ist zu Hause.
Ja, das wäre nämlich das Creepy. Er ist ja nicht da. Also mit dem keinen Platz ist mir gerade relativ wurscht. Ich hoffe, dass ich jetzt... medizinisches Handwerk warst du oder ich? Ich glaube, das hattest du gelernt. Ja, 24, 25 von 75. Okay, alles klar. Ach, wie schön schnell man ist, wenn man überladen ist. Yep. Ja. Aber ich finde das schön, du kannst Baumstämme und sonstigen Scheiß mitnehmen. Aber hast du dann ein Taschentuch zu viel, kannst du es nicht mehr aufheben. Ja. Oder du bist maßlos. Und der sagt dann, das dauert so lange. Mhm. Ja, da waren jetzt ein paar mehr Zombies, deswegen habe ich dann deinen Rat befolgt und bin auf die Pistole gewechselt. Ich bin gerade bei der Jen drin, deswegen hört sich an, als ob jemand energisch gegen die Wand klopfen würde. Ganz komisch. Okay. Dabei war das nur die Pistole. Ich verkaufe mal ein bisschen was, weil die ganzen Rohre etc., das kann man ja aus Eisen alles selber wieder herstellen. Ja. Damit wir mal ein bisschen Geld zusammenkriegen und uns vielleicht dann Munition kaufen können. Aber ich weiß gar nicht, ob die sowas hat, weil die ist ja nicht so begabt, die Frau. Nicht so begabt? Nein. Ich habe gerade mir zwei Bücher einfach gekauft und ich habe kann jetzt AK-47 herstellen. Jawoll. AK-47 beste. Nee, M60 ist besser. Ja, M60 ist besser, das stimmt schon. Aber AK-47 kommt mal, da sehr nah dran. Ne? Ja, das ist schon mal ein Fortschritt. So, ich bringe mal unseren Loot nach Hause und gehe dann nochmal los. Ist ja noch früh. Ein Hase. Nein, er ist weggelaufen. Hase, bleib stehen. Oh, jetzt habe ich 3 Dietriche verbraucht für einen Tresor und dann war da 15 Munition drin und noch irgendwas. Danke. Gut, Munition ist ja jetzt nicht ganz. Ja, aber, für die Pistole leider nur. Ja, die nutze ich ja auch. Ich versuche nämlich jetzt irgendwie erstmal ein bisschen mit der Pistole zu schießen, wenn ich schießen muss. Wow, ich habe aber die Dietriche wieder raus, weil die waren hier jetzt im Regal. Läuft. Sehr geil. Und zwar muss es eben um sein. Endlich ein paar Batterien zusammen. Aber ein Springer. Der ist tot. Ah, hier geht's auch wieder in die Kanalisation. Also ich gehe nicht in die Kanalisation rein und fasse den Kanalisator. Ja. Wäre sinnvoll. So, dann gucken wir mal weiter oben rum. So, Packesel. Ich muss den Packesel noch reinpacken. Ne? So. Stimmt, ich habe auch einen Punkt, den ich verteilen kann.
Wir brauchen unbedingt Leder. Zwei Stück habe ich jetzt mitgebracht, aber für mehr hat es noch nicht gereicht. Ja, nicht stimmt. Auch besser als nichts. So, von da oben kam ich. Dieses mal heller, mal dunkel, das ist ganz, ganz komisch hier in dem Spiel manchmal. Ja, das finde ich auch immer sehr befremdlich. Das ist die Frage, wie komme ich Nein. da hoch? Kann ich hier rüber? Oh, und schön Ausblick von unserem Base haben wir schon, ne? Muss man ja mal so sagen. Für sich schon, ja. Aber ich sehe, lustigerweise sehe ich, jetzt wollte ich wie bei Minecraft C drücken für den Schäler. Ich sehe unsere Base von da, wo ich jetzt gerade bin, gar nicht. Wahrscheinlich. Ja. Nee, in die Richtung müsste unsere Base sein. Nee, ich sehe, ohne Witz, ich sehe unsere Base wirklich nicht. Soll ich dir sagen, was der uns... Genau, von da, wo du jetzt kommst, wenn ich da hingucke, weißt du, was mir hier anzeigt? Diesen kleinen Weg, wo das Zelt vorher stand, dass das Zelt da wieder stehen würde. What? Ja. Ganz komisch, ey. Aber okay. Kann ich mit leben. Ja. Wenn, sobald ich wiederkomme und das ist da, ist das alles gar kein Problem. Oh. Wo bist du überhaupt? Da in dem, ach, bist du in dem Haus hier? Ja. Yay, der Loot kommt. Wo kommt er denn? Da hinten. Ich lauf mal hin. Okay. Ich habe gehofft, dass hier oben eigentlich noch eine geheime Kiste wäre oder so, aber... Die ist im Keller, glaube ich. Ja, die war im Keller, die... Ich habe gehofft, dass hier trotzdem noch mehr ist, weil ich kriege den Hals nicht voll. Ja, ich kenne das. Oh, da ist Schlange. Schlange gibt Leder, ne? Ja. Oder? Müsste eigentlich. Das ist das Schöne, wenn die Schlange mal vor unserem Haus wieder spawnt. Aber wir haben ja bei unserem Haus diesen kleinen Pack mit den getrockneten Gras da, Heu. Ja. Und da ist immer eine Spinne, wollte ich gerade sagen. Eine Schlange. Spinne wäre aber auch sehr interessant, ey. Ey, das wäre böse. Das wäre echt, echt böse. Ich glaube, dann würden ganz, ganz viele Leute das Spiel nicht mehr spielen. Ja, das stimmt. Weil an einige Spinnen habe ich mich gewöhnt. Im WoW gab es auch mal im Burning Crusade, da wo Shadrath ist, in den Wäldern von Terrorka, gab es doch ja. Irgendwo an der Stelle gab es ja auch diese riesen fette Spinne, die du dann als Quest hattest. Ja, ja, die ist ja immer noch da. Die ist immer noch da, ja. Und von der habe ich mich auch immer wieder, ja, geekelt, aber ich habe sie trotzdem eben gerne gemacht. So, dann bringe ich auch mal Sachen nach Hause. It's raining again. Also das finde ich eben auch ein bisschen schade, dass man das Wetter in dem Spiel nicht ausstellen kann. Also hin und wieder mal das Gewitter oder Regen ist gut, aber ich finde das sehr häufig. Und trinken in dem Spiel, ne? Es gibt ja nichts anderes, oder? Realistisch. Das Spiel ist zu realistisch, genau. Verkaufen, da ist noch so eine Mod, die ich brauche, Chance, Gegner niederzuschlagen, kann in